Und Andreas Mölzer ist jetzt bei mir im Studio. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Herr Mölzer, ich möchte mit einem ganz aktuellen Thema beginnen, mit der Ukraine. Da haben Sie vor 4 Wochen eine Presseaussendung zur EU-Politik gemacht, in der Sie wörtlich schreiben, ich zitiere, es erweist sich als Fehler, Präsident Janukowitsch zum Sündenbock zu machen und sich auf die Seite der Opposition zu stellen. Und ein paar Tage davor haben Sie die EU aufgefordert, Zitat, alle konstruktiven Kräfte in Kiew zu unterstützen. Dazu zählt auch Präsident Janukowitsch. Sehen Sie das noch immer so? Das war natürlich vor den Todesschüssen, ne, in Kiew. Und das war natürlich in einer Zeit, wo man noch glauben konnte, dass Janukowitsch als gewählter Präsident unter Umständen auch Ordnung in die Dinge bekommt. Jetzt ist die Lage anders. Die Realität hat diese Aussagen natürlich überholt. Ich glaube aber schon, dass wir eines aus der EU-Perspektive, aus der europäischen Perspektive nicht vergessen dürfen. Als steinerner Gast bei all diesen Ereignissen sitzt Wladimir Putin am Tisch. Und die Russen werden natürlich geopolitisch und metapolitisch und à la longue es wahrscheinlich nicht zulassen, dass der östliche Teil, der im Russisch dominiert ist, ethnische und sprachliche Russen, dass die wirklich also aus einem russischen Einflussbereich auf Dauer herausgeholt werden. Das müssen wir realistisch erkennen. Weil Sie Putin gerade zitieren, Moskau erkennt ja die neuen Machthaber in Kiew nicht an, sagen, das sind maskierte Terroristen. Sehen Sie das auch so? Nein, das sehe ich nicht so. Das ist natürlich eine einseitige Stellungnahme. Aber die waren Hintergründe der gesamten Revolution, der revolutionären Vorgänge und auch natürlich Vorgehensweisen der Revolutionäre, die auch nicht mit zivilisierten bürgerlichen Maßstäben zu messen sind, die bedarf noch der Aufklärung, das ist ja klar. Frage ist, wie kann man das Land vor einem Bürgerkrieg bewahren? Und es soll mich freuen, wenn Christian Werschitz zu berichten weiß, dass also keine Separationstendenzen da sind. Ich glaube aber, mittel- und längerfristig wird man das nicht ganz aufhalten können. Und schauen Sie, wer sagt denn, dass die ukrainischen Grenzen, wie sie heute gegeben sind, heilig sind? Khrushchev hat die Krim erst in den 50er Jahren der Ukraine angegliedert. Wer sagt denn, dass man die nicht wieder abgliedern kann, wenn die Bevölkerung es demokratisch im Zuge des Selbstbestimmungsrechts der Völker so will. Kommen wir zu Ihnen als Spitzenkandidat. Wir haben ja schon ein bisschen was über Sie im Vorbericht gehört. Kennen Sie eigentlich in Österreich irgendeinen Abgeordneten, der politisch weiter rechts steht als Sie? Ja, da kann ich mir schon ein paar andere vorstellen. Aber schauen Sie, ich bin, die muss ich jetzt nicht desavouieren. Das würde mich aber wahnsinnig interessieren, weil mir fällt niemand ein. Ja, mir interessiert auch manches und ich erfahre auch nicht alles. Ne? Auch Sie werden in dem Fall zufrieden sein müssen mit einer vagen Aussage. Aber schauen Sie, ich glaube, dass ich im Laufe einer sehr langen politischen Tätigkeit bewiesen habe, dass man als Rechtsdemokrat, ich selber sehe mich an sich als Nationalliberalen, habe das auch heute im liberalen Club wieder betont, dass man da sehr wohl im politischen Spektrum einen Platz hat, auch im Verfassungsbogen, im Andreas Kohlschen Konstrukt des Verfassungsbogens, dass man ein guter Demokrat sein kann, dass man mit Rechtsstaatlichkeit verbunden sein kann und dass man durchaus rechts stehen kann, indem man wertkonservativ ist, indem man Patriotismus pflegt und all diese Dinge. Sie sprechen ja gerne von Linksextremen. Warum sind denn Sie kein Rechtsextremer? Schauen Sie, wir haben das ja auf Twitter kurz diskutiert. Das braucht man den Zuhörern nicht verschweigen. Das ist ja wahnsinnig interessant. Ja, ich finde das auch. Schauen Sie, das ist eine Definition natürlich des Extremismusbegriffs. Und ich neige dazu, zum Extremismusbegriff an sich die Gewaltbereitschaft oder auch reale Gewalttätigkeit als fundamentales Kriterium zu zählen. Und das kann man jetzt wirklich niemand vorwerfen, dass ich gewaltbereit oder gewalttätig wäre. Okay, darum ist die Frage, bin ich jetzt Extremist? Aber Sie nennen die Syriza in Griechenland zum Beispiel linksextrem. Da ist keine Gewalt bekannt. Warum ist die linksextrem und die FPÖ nicht rechtsextrem? Ich habe schon gehört, dass also da von Seiten der Linken auch im Zuge der Auseinandersetzung in Griechenland, die ja auch zwischendurch fast bürgerkriegsähnliche Dimensionen angenommen hat, Gewalttätigkeit da war. Darum nehme ich doch an, dass Syriza eine tendenziell linksextreme Partei ist, die sich unter Umständen auch ändern kann. Das sage ich auch nicht, dass das nicht so wäre. Und jetzt einer, der auch immer unter Rechtsverdacht steht, ist Ihr Ex-Parteifreund Ewald Stadler. Der tritt diesmal mit einer neuen Partei an, den Rekos. Was unterscheidet Sie eigentlich von denen? Naja, ich bin erstens nicht ganz so fromm wie Ewald Stadler. Ich bin zwar ein Katholik, aber ein Sünder. Ne? Ewald ist Paar jeder Sünde, das ist ein fundamentaler Unterschied. Und zum Zweiten glaube ich halt doch, dass das eine Minderheitenfeststellung werden wird bei Ewald Stadler, was es bei uns nicht sein wird. Also es gibt schon fundamentale Unterschiede. Aber das heißt, Sie sind jetzt die sündhafte Version von Ewald Stadler, der mehr Stimmen bekommen wird. Wenn Sie das so wollen, aber das ist nur, was das christliche, das katholische Element betrifft. Aber es unterscheidet mich einmal das eine, dass ich zeitlebens bei einer Partei war, das kann man bei Ewald Stadler nicht behaupten. Ne? Also das ist schon mal was Grundlegendes. Ich war immer ein Freiheitlicher, ein Nationalliberaler und werde das, fürchte ich, bis zu meinem Ableben bleiben.
Jetzt haben Sie kürzlich in einem Interview gesagt, die besten Partner der Freiheitlichen im Europaparlament seien der französische Front National, der Flams Belang aus Belgien und die Lega Nord aus Italien. Jetzt sagt Frau Le Pen, die Front National-Chefin zum Beispiel, ich wünsche den Zusammenbruch der EU. Wünschen Sie sich den auch? Nein, sie hat gesagt, sie erwartet in dem Sinne, dass sie es positiv herbeisehnt, sondern dass sie fürchtet, dass es dazu kommt. Da täuschen Sie sich. Das hat die Frau Le Pen ganz klar gesagt. Im Kurier steht es, dann ist es die Wahrheit. Im Kurier steht es, ich kann sie nicht. Müssen Sie schon gestatten, wenn ich ein bisschen lache. Das ist natürlich ein Zitat, das von der Übersetzung her schon nicht korrekt ist. Aber lassen wir es dahingestellt. Ich sage Ihnen, was sie meint, weil sie hat es ausführlicher begründet. Und das würde mich sehr interessieren. Sie hat gesagt, ich zitiere, man muss sich die Frage stellen, ob das System reformierbar ist. Das glaube ich nicht. Die Sowjetunion war ja auch nicht reformierbar. Also glaube ich, dass das System zusammenbrechen muss, bevor ein neues entstehen kann. Ja, das ist eine Ansicht. Erstens einmal, Sie haben da immer Sekundärquellen, die irgendwelche Ausdrücke haben. Kurier ist keine Primärquelle. Aber wie auch haben immer. Sie das Interview gegeben? Wie auch immer. Schauen Sie, die Sache ist auch, dass die EU zusammenbricht? Nein, das will ich nicht. Wir sind eben auch in dieser Freundschaft mit diesen patriotischen und Freiheitsparteien in Europa durchaus in manchen Fragen auch anderer Ansicht. Und wir selber, wir haben in diesem Grundsatzantrag beim letzten Parteitag jetzt im Dezember, und da bin ich sehr froh darüber, expressis verbis dekretiert, der Austritt aus der EU ist kein Ziel der freiheitlichen Politik. Und wir sehen uns, ich selber auch, sehen uns eigentlich als Reformkraft. Wir sagen, wenn man Europa liebt, wie man das von anderen Parteien jetzt so emphatisch hört, ne, dann muss man die Fehlentwicklungen der EU bekämpfen und korrigieren. Europa und EU ist eben nicht das Gleiche. Ne? Und ich glaube sehr wohl, dass man nicht auf den Zusammenbruch Europas warten und hoffen sollte, sondern auf die Reformkräfte. Und ich vertraue fest darauf, dass Kräfte wie der Front National zu den wesentlichen Reformkräften gehören werden. Gut, jetzt hofft allerdings Frau Le Pen auf diesen Zusammenbruch und sie wünscht sich bekanntlich auch den Front zurück. Und ihr anderer Kompagnon, Lega Nord-Chef Salvini, hat vor zwei Wochen erklärt, der Euro muss rückgängig gemacht werden. Sehen Sie das auch so? Wollen Sie in Österreich den Schilling zurück? Nein, das ist noch nicht die Frage. Ich bin nur der Meinung, ich treffe mich mit Salvini in der Beurteilung, dass die Eurozone, so wie wir sie jetzt haben, à la longue nicht überlebensfähig ist. Schauen Sie, die Probleme sind nicht gelöst. Immer vor Wahlen wird die Krise abgesagt medial. Die Probleme, dass nämlich zu unterschiedliche Volkswirtschaften in einen Währungsverbund gezwungen und genötigt wurden, sind nicht gelöst. Und bis wir das lösen können, müssen wir andere Varianten einmal andiskutieren. Und die freiheitliche Position, das wissen Sie ja ganz genau, ist die, dass wir einmal reden müssen darüber, welche andere Varianten. Das ist die freiheitliche Position, seit die Krise ausgebrochen ist, vor 5 Jahren. Ja, jetzt könnten wir ja meinen, Sie kommen irgendwann mal zu einer Entscheidung, ja Schilling oder nein. Schauen Sie, das politisch-mediale Establishment in der EU verweigert ja jede Diskussion. Es heißt immer, es ist alternativlos. Und wir sagen, nein, es muss Alternativen geben. Es muss die Möglichkeit geben, entweder die Rückkehr zur nationalen Währung, die Teilung der Eurozone, das Ausscheiden von allzu schwachen Volkswirtschaften wie Griechenland. Alles das muss einmal vorbehaltlos in der EU diskutiert werden, auch in Österreich. Und das verweigern Sie doch, die etablierten Kräfte.